Erlebnis vor uns, und zwar geht es um die Überreichung des Privisio. Da werde ich nicht selber federführend sein, sondern wir haben dazu eine Jurykommission. Die besteht aus Carmen Frescato. Sie ist die Präsidentin dieser Jurykommission und ich bitte sie jetzt auf die Bühne. Ich möchte zum Gedenken von Markus Bernhard Huser sprechen. Und als er damals krank war, als kleines Kind, wurde er durch eine Impfung anschließend gehörlos, hat sein Gehör verloren. Dasselbe passierte seiner Schwester Annemarie Huser, heute Urech. Auch sie hat aufgrund dieser Impfung ihr Gehör verloren. Trotzdem erlebten die beiden eine sehr fröhliche Kindheit. Markus ging später im Landenhof zur Schule in der Nähe von Aarau. Markus Huser war schon von klein auf sehr, sehr interessiert am Geschehen in der Welt. Er war auch sehr sprachbegabt, sodass er später die Matura machte in Betten. 1976, und danach ging er an die Universität und hat da 4 Fächer belegt. Seine beiden Hauptfächer waren Pädagogik und Sonderpädagogik, und die beiden Nebenfächer waren Soziologie und Sozialpsychologie. Zudem studierte er noch in den Fächern Recht und Wirtschaft. Später interessierte er sich auch noch für den Computerbereich, hat sich da weitergebildet, zudem aber auch an der Universität in Fribourg in Theologie. Er hat da ein Studium noch angefangen. Am Salesianum studierte er Theologie, Sozialarbeit und Betriebsinformatik. Er war sehr engagiert, so kennen wir ihn in seinem Leben. Er hat immer wieder die Situationen von gehörlosen Menschen angeschaut und festgestellt, dass sie oft in ihrem Leben anstehen. Er hat gesehen, dass gehörlose Menschen oft nicht das gleiche Bildungsniveau erreichen wie Hörende. Und er hat das Ganze so beobachtet und hat sich dann auch an die Situation erinnert von schwarzen Menschen, von Martin Luther King. Auch er hat festgestellt, dass schwarze Menschen Weißen immer unterstellt waren, und das hat ihn sehr stark auch an die Situation von gehörlosen Menschen erinnert. Und so hat er sich engagiert, stark gemacht, zusammen mit dem SGB FSS, hat Forderungen eingeholt, hat versucht, da die Anliegen zu vertreten und sich dafür einzusetzen. Manchmal erlebte er auch Niederlagen, wurde nicht verstanden, bekam Absagen, aber durch seine Kämpfernatur hat er immer wieder einen Weg gefunden. Er ist jeweils nicht angestanden, wenn man ihm einen Stein in den Weg gelegt hat. Vor 1984 hat er angefangen auf dem Sekretariat beim SGB FSS unter dem Präsidenten von Felix Urech, hat er angefangen, da zu arbeiten, seine politische Arbeit fortzusetzen, und hat dann auch eine professionelle finanzielle Unterstützung erreicht, sodass die Arbeit nun unabhängig gemacht werden konnte. Er hat verschiedene Kontakte geknüpft und dann aber auch mit Stiftung Treffpunkt in Zürich zusammengearbeitet.
In dieser Zeit ist auch die Zeitung entstanden, SGB Nachrichten. Also nicht die FSS, nicht die französische Nachricht, sondern vor allem die deutsch-schweizerische Verbandszeitschrift ist in dieser Zeit entstanden. Und er wollte das Geld, er hat sich stark gemacht, Geld einzufordern, Geld zu holen, um eine selbstständige Arbeit möglich zu machen. Oft war es nicht klar, was der SGB FSS macht. Diese ganze Entwicklung, die Fachhilfe, konnte das nicht immer wertschätzen oder wirklich anerkennen oder verstehen, diese ganze Entwicklung. Aber er hat sich da unbeirrt auf diesen Weg begeben und auch heute spüren wir noch, dass diese Veränderung, die damals in die Wege geleitet wurden. Gehörlose haben sich dann irgendwann tatsächlich angefangen zusammen zu arbeiten und das ging eigentlich auch ganz gut, diese parallele Zusammenarbeit. Es war nicht eine Integration, dass Gehörlose den Hörenden unterstellt waren, sondern eine echte Zusammenarbeit. Auch stark gemacht an verschiedenen Organisationen, aber dann leider ist er dann viel zu früh verstorben, und zwar 1991 am 17. August. Sein Leben war geprägt von seinem unglaublichen, unermüdlichen Engagement, von dem er sich nicht abhalten ließ. Seine Vision hat er immer verfolgt und versucht, das Ganze zu verbessern für das Leben der Gehörlosen. Und noch damals haben wir uns in Lugano getroffen. Wir sind heute wieder im Tessin. Er war damals bei unserer Versammlung anwesend. Es ging ihm aber damals schon nicht mehr sehr gut. Er hat bereits sein Augenlicht fast verloren. Und selbst in dieser Situation hat er sich noch überlegt, wie er den taubblinden Menschen helfen könnte und welche Rechte er für sie noch beanspruchen könnte und einfordern könnte. Privisio. Für was verleihen wir diesen Preis? Der Preis geht an eine Person, die sich im Gehörlosenwesen stark gemacht hat. Die Person kann hörend oder gehörlos sein. Es kann eine Person aus dem kulturellen Bereich sein, aus der Bildung, aus dem Vereinswesen. Eine Person, die sich in irgendeiner Form außerordentlich engagiert hat und verdient gemacht hat. Und wir sind jetzt alle gespannt, wer dieses Jahr diesen Preis verliehen bekommt. Ein süßes, kleines Baby. Können Sie es schon erahnen? Nein, wahrscheinlich ist es nicht möglich. Sie ist 1951 geboren, diese Person. Das herzige Kind da auf dem Bild, das Sie sehen, das ist am 25. Juli 1945 in eine Pfarrfamilie geboren worden. Schon früh hat es seine Liebe zur Gartenarbeit entdeckt. Diese Liebe hat sein ganzes Leben auf eine ganz spezielle. 1983 war das Jahr der Liebe. Die beiden Personen haben sich kennengelernt, verliebt. Und sie haben eine Europareise unternommen in einem kleinen Bus. Und in diesem Jahr viele philosophische Gedanken ausgetauscht, Diskussionen geführt und sich überlegt, was man noch alles anstellen könnte im Leben. Fotografien sind entstanden. Wie gesagt, sie hat dann auf der Sozialberatungsstelle in Zürich gearbeitet, noch damals unter Eva Hüttinger war sie Sozialarbeiterin, ganz neu in diesem Bereich und hat noch zusammen mit Reinhard Reifler, vielleicht kennen Sie ihn, auch er war ein Sozialarbeiter in dieser Zeit, war sie tätig auf der Beratungsstelle und die beiden, die haben sich auf den ersten Moment gefunden, haben viele Gedanken ausgetauscht und wollten den Gehörlosen den Zugang zur Bildung sicherstellen und ermöglichen. Damals der SGB FSS, also den SGB FSS gab es noch nicht, sondern vielmehr auch in der Deutschschweiz war man da aktiv und Anna hat zusammen mit Reinhard Reifler den Antrag gestellt beim Fürsorgeverein in Zürich
für 70.000 Franken für den SGB, damit diese eine Geschäftsstelle gründen konnte. Und dann haben wir den ersten Angestellten gehabt, das war Peter Hemmi. Das Jahr 1999 bringt einen jähen Unterbruch in seiner unermüdlichen Arbeit. Ein lebensbedrohender Zusammenbruch nach einem Riss in der Aorta verlangt nach einer Notoperation und nach einer Zeit der Schonung und Erholung. So ist im Jahr 2004 der DIMA-Sprachverein gegründet worden mit Denise Eckel und Walter Rothen als ersten Präsidenten. Bereits in den ersten Kursen wurden Gebärdensprachlehrerinnen eingesetzt. Der Unterricht war von allem Anfang an zweisprachig. In keiner Lektion durfte die Gebärdensprache fehlen. Aus dem DIMA-Sprachverein heraus ist die DIMA-Sprachschule entstanden, die Schule von Gehörlosen für Gehörlose. Mittlerweile wurden in der DIMA mehr als 4000 Lektionen erteilt, seit 2004. Die Sprachschule hat sich etabliert, die Leiterin ist erfolgreich als gehörlose Lehrperson und weitere Lehrpersonen, Gehörlose, aber auch Hörende, leisten hervorragende Arbeit. Wenn es die DIMA-Sprachschule nicht geben würde, so müsste man sie erfinden. Der Écrivain Public hat... Ja, darf ich euch beide nach vorne bitten? Ja, es war eine sehr emotionale Laudatio. Die verschiedenen Tätigkeiten wurden aufgeführt. Es sind zwei hörende Personen, die sich stark gemacht haben für gehörlose Menschen. Und obwohl das nicht deine Sache ist, Anna, musst du jetzt doch einmal hier vorne auf die Bühne kommen und dich in den Vordergrund begeben. Müssen wir den halbieren? Könnt ihr gerne bei euch zu Hause aufhängen? Im Schlafzimmer meinst du oder wo? Ja, das darfst du entscheiden. Als wir im Winter angefragt wurden, für diesen Preis Visio waren wir sehr berührt und sehr geehrt. Als ich vorher im Saal von Markus Huser gehört habe, war ich auch sehr berührt, weil Markus war für mich eigentlich eine Schlüsselfigur. Es war ein Mensch, mit dem ich sehr, sehr viele Gespräche und dass ich immer noch stark verbunden bin mit gehörlosen Menschen, habe ich gestern gespürt, als ich einen Artikel gelesen habe über eine Person, eine gehörlose Person, die straffällig wurde. Und in diesem Artikel steht geschrieben, der Prozess musste in Gebärdensprache übersetzt werden. Da habe ich gespürt, warum
warum muss man sagen, er muss in Gebärdensprache übersetzt werden? Die Gebärdensprache ist eure Muttersprache und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man diese auch übersetzt, ohne dass man es speziell erwähnen muss. Previsio, Preis für Visionen. Und Visionen haben ist ein Geschenk. Visionen mit Menschen verwirklichen können, das ist ein noch größeres Geschenk. Und so möchte ich meinen Teil vom Previsio noch einmal verteilen. Ich möchte ihn all denen geben, die mit mir zusammen an diesen Visionen gearbeitet haben. Also sage ich Danke. Mille grazie. Il resterà poco a faire. E nous le ferons ensemble. Merci de votre coopération et merci de votre compréhension. Il me manque la langue des signes, la LSF. Mais, ensemble, nous arrivons. Merci beaucoup, danke vielmals.